Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jurassic World Evolution. Ja, ich weiß, ich habe es lange nicht gebracht und es tut mir leid und ich habe gesagt, ich werde es tun, habe es aber nicht getan. Böser Zero. Böser. Ah, oh, das tut weh. Böser Zero. Ich will die 18 Uhr Videos wieder zurückbringen. Ich weiß nicht, ob es jetzt bereits täglich der Fall sein wird. Samstags habe ich es jetzt wieder geschafft. Das Problem war einfach, ich war einfach einige Zeit lang echt unmotiviert. Ich weiß nicht warum. Das hat man, glaube ich, man hat das, glaube ich, als YouTuber zwischendurch mal, dass man einfach unmotiviert wirkt, seine Videos zu produzieren. Zum Beispiel habe ich in der letzten Zeit habe ich durchgespielt South Park, die rektakuläre Zerreißprobe. Ich habe. Was habe ich noch durchgespielt? Ja, ich habe drei, vier Spiele durchgespielt und jedes Mal, wenn ich ein Spiel angefangen habe, habe ich mich so darauf fokussiert, weil ich mich einfach gefreut habe, für mich alleine wieder irgendwas zu spielen und gemerkt dann mir, dass mir das fehlt. Und dadurch habe ich YouTube ein bisschen vernachlässigt und ich muss sagen, es hat mir gut getan. Es hat mir wirklich gut getan, einige Zeit lang einfach nur für mich selber zu spielen. Um an den Punkt zu kommen, wo es mir fehlt, wieder für euch aufzunehmen. Es gibt Spiele, die bringen mir halt nichts aufzunehmen, wie zum Beispiel South Park, dauert lange, würde einfach keiner mehr gucken, weil, sind wir doch ganz ehrlich, Gronkh hat's gemacht. Gronkh hat's gemacht. Ich meine, ich habe viele Spiele gemacht, die Gronkh auch gemacht hat. So ist das nicht. Also, nur, es sind so Spiele, wo ich mir überlege. Mir würden sie verdammt viel Spaß machen, weil wenn ich sie aufnehme, machen sie plötzlich dann keinen Spaß mehr, weil dann die Zuschauer fehlen. Ja, tut mir leid, ich habe jetzt lang gequatscht. Fakt ist, ich will wieder 18 Uhr Videos bringen und wir beginnen halt mit Jurassic World Evolution. Ich weiß nicht, ob jetzt täglich schon wieder was kommt. Ich habe jetzt komplett schon für 14 Uhr sehr viel aufgenommen, für 16 Uhr sehr viel aufgenommen. Das heißt, ich habe jetzt Zeit für 18 Uhr vorzuproduzieren. Und ich gucke, ob ich das hinkriegen kann. Und wenn nicht, dann ist das halt so. Also, wenn es jetzt irgendwie ein, zwei Wochen gut geht mit den 18 Uhr Videos, könnt ihr euch darauf freuen, dass es so bleibt. Wenn nicht, dann ja, nicht. Aber ich versuche es. Ich versuche es. Ich muss meinen Tisch hier erstmal aufräumen. Zero ist sehr unordentlich gerade. So, unorganisiert. Gut, auf jeden Fall, wir haben eine neue Quest. Brüten Sie einem Hammond-Entwicklungslabor erfolgreich ein Dracorex-Ei aus. Und machen wir doch. So, wir waren stehen geblieben. Oh, es ist so schön, wieder hier zu sein. Weißt du, ich habe ja wirklich Spaß an diesem Spiel. Ich habe ja wirklich Spaß an diesem Spiel, aber ich weiß nicht. Es ist einfach so bequem, mit der Switch auf der Couch zu sitzen und irgendwas zu daddeln, worauf ich gerade Bock habe. Es war einfach so, ach stimmt, oh nein, oh, ich habe ja Minusgewinn. Ah, Gewinn pro Minute ist sehr, sehr schlecht. Ich habe kaum Geld noch übrig. Wir müssen uns jetzt beeilen. Wir brauchen Tiere, um Leute anzulocken. Hatten wir schon alle Gebäude gebaut? Ich hoffe es sehr. Wir begnügen uns erstmal mit dem, was wir hier haben. Und fangen an, Eier auszubrüten. Auf der einen Seite machen wir natürlich erstmal unsere Fleischfresser, ne? Nein, scheiß auf genommen. Ich hab kein Geld. Oh, ich hab kein Geld. Oh, das ist ja noch schlimmer. Ich kann gerade mal einen Dracorex ausbrüten und hoffen, dass er rauskommt. Wenn das jetzt scheitert, ne, bin ich am Arsch, Freunde. Ich bin so am Arsch. Wenn das jetzt scheitert, dann ist alles für den Arsch. Kostet das Geld hier irgendwas zu machen? Ich glaube schon. Aber wir kriegen ja auch Geld wieder. So ist es nicht. Es ist ja nicht komplett für den Arsch. Es ist nicht komplett für den Arsch. Machen Sie sich keine Sorgen. Wir kriegen das hin. Wo haben wir? Und bitte sag mir, ich habe das gebaut. Ja. Oh, sehr schön. Komm. Der Velociraptor. Ja. Bitte, please. Gib's mir richtig hart. Oh, noch ein Velociraptor. Ich kann es mir kaum noch leisten. Ich bin so arm dran. Ah. Aber ich habe ein Velociraptor. Isla Muerta. Oh, das habe ich ja richtig gut ausgesprochen. Isla Muerta. Ich glaube, ich war einst ein Typ aus der Gegend, was auch immer von da kommt.
Tyrannosaurus Rex Nest. Hey. Charaktere. Was haben wir dazu bekommen? Dr. Alan Grant. Ist der nicht schon längst tot? So. Ah, ein Dinosaurier ist fertig. Okay. Ich hab Geld. Gut gemacht. Geld! Wir können die ausgebrüteten Dinosaurier in ihre neue Heimat bringen und den Auftrag erfüllen. Gib mir Geld! Ja, dann werden wir auf jeden Fall hier noch rechts Velociraptoren machen, damit die schön hier reingehen können und alles umbringen können. Ist das nicht nett von mir? Ich finde schon. So, wir haben Dracorex. Ist das das erste Mal, dass wir einen Dracorex gemacht haben? Wie sieht's aus mit deinen Bedürfnissen? Ja, ist gut, Kleiner. Ist gut! Ich hab's verstanden. Du kannst mir ins Ohr brüllen. Das ist echt sexy. Bestand und sozial. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen. Velociraptoren können wir sowieso wahrscheinlich noch nicht machen. Da fehlt uns, glaube ich, noch irgendwo. Da. 42%. Oh Gott, da müssen wir noch ein bisschen was machen. Wir brüten noch einen von denen aus, sonst brechen die uns nämlich aus. Wir müssen natürlich auch ihre Bedürfnisse erfüllen. Was German Let's Play natürlich nicht begriffen hat, das mit den Bedürfnissen, der hat sich immer gewundert, warum sein Dinosaurier hier in der Seite ausgebrochen ist. Ich kann es euch sagen, es war wegen den Bedürfnissen. Ich habe nur diese eine Folge von ihm gesehen und ich habe halt gesehen, wie er mit den Velociraptoren gekämpft hat. Und ich fand's schon witzig. Ich dachte, naja, vielleicht wird mir das auch passieren. Ich hab nur kurz reingeguckt. Ich vermute halt, dass es wegen den Bedürfnissen waren. Ich weiß es nicht. Ich habe ja die Folge nicht richtig geguckt. Ich habe einfach mittendrin irgendwo reingeschaltet und habe gesehen, oh, der hat hier Probleme. Das hat bestimmt mit den Bedürfnissen zu tun. Und ich rede wahrscheinlich wieder zu viel, weil ich zu viel Energy habe. Und weil ich zu viel Energy habe, trinke ich noch ein bisschen was. Das Zeug muss weg. Das muss weg, sonst trinkt das Reggie. Das können wir verkaufen. Das können wir auch verkaufen. Ja, cool. Haben wir eigentlich umsonst unsere Truppe losgeschickt, weil ich nicht darauf geachtet habe, wo ich sie überhaupt hinschicke. Da hatte ich sie hingeschickt, ne? Wir müssen aber hier. Die müssten die Farben umdrehen. Das hier sieht aus wie Land und das hier sieht aus wie Wasser. Ja. So, Velociraptor, Dilophosaurus. Ach klar, Dilophosaurus, ja. Dilophosaurus, 105. 90. Ja, komm. Gib mir den Velociraptor. Sehr schön. Gib mir dein. Sehr schön. Das heißt, der Bestand ist jetzt sicher, ne? Du willst nicht ausbrechen, oder? Gott, ich glaube, der ist kurz davor auszubrechen. Ah, okay. Das Problem an dieser Geschichte ist, ich hätte ganz anders reagieren sollen. Ich hätte zuerst genug Dinger hier drin haben sollen, das heißt zwei Stück. Und dann die erst freilassen. Weil zusammen bilden sie erst eine wirkliche Gruppe und fühlen sich wohl, wie ihr seht. Und das ist schon echt das Minimum, was wir hier haben. Aber euch geht's soweit gut, ne? Ihr habt Geborgenheit, Grasland. Ich glaube, German Let's Play fehlt Grasland. Ich glaube, irgendwie, das ist schon lange her, wie gesagt. Also, ich hätte es spielen sollen, habe es aber nicht gemacht, weil ich ein dämliches Arschloch bin. Aber gut, das dämliche Arschloch hier gewährt euch natürlich wie immer Namen. Ich kann jetzt mal live in mein Discord reingucken, wenn ich die Möglichkeit habe. Ich habe Discord, doch, ich habe Discord offen. So. Gucken wir einfach mal live in den Discord und wir gucken mal live in den Chat. Und da schreibt gerade Baxi und so weiter. Okay, gut. Jurassic World Evolution. Ich finde hier irgendein großes Dinolein, den Namen Chantal verdient hat. Nila Rain möchte einen Brachiosaurus. Double X ist lang her. Okay, pass auf, Deadline. Ich gönn dir mal den Jürgen. Jürgen. Ich nenne wir Jürgen. So, und wo ist der andere da? Dich nennen wir Würgen. So, denn Jürgen mag es zu würgen. So. Was bist du denn? Oh. Oh, ich habe Tiere hier, ne? Wie geht's dir so nahrungsmäßig? Habe ich mir fast gedacht. Der brüllt mich an, die Sau. Okay, wir haben ein klitzekleines Problem.
Ranger Station. Oh Gott, ich bin so eingerostet. Velociraptor. Und das verkaufen wir für ein bisschen Geld. So, wie sieht's aus mit unserem Verdienst? Gewinn? Oh, ich mache ja schon Gewinn, fast. Ach so, ah. Seht ihr mal, und so schnell kommt man natürlich ins De Plus. So, ich hatte doch hier irgendwo ein Helikopterzeug, Dingenskirchens. Das ist nur das Expeditionszentrum, ne? Habe ich das doch nicht zum Einschläfern? Zum Einschläfern, zu betäuben. Los, wir schläfern ein Tier ein, um es zu transportieren. Wieso wacht es denn nicht mehr auf? So, ich möchte gerne ein bisschen Futter. Das ist so teuer, ey, Freunde. Das ist so teuer. Wie dreht man doch mal? Irgendwie. War das R? Ich weiß nicht mehr, wie man dreht. Ach so, da steht's ja. Lesen muss gelernt sein, Zero. Lies doch einfach, was da steht, verdammt Axt. So, das passt. Ein Stück. Mehr kann ich mir derzeit nicht leisten. Denn ich muss auf jeden Fall Betriebsgebäude. ACU-Zentrum bietet schnelle Luftunterstützung für Zwischenfälle im Park. Das brauchen wir ganz dringend. Da 400.000. Okay, 400.000. Darauf müssen wir sparen. Es geht ja eigentlich recht fix. Wir können so lange mal Expeditionszentrum eine neue Expedition wagen. Velociraptor. Na komm, wir wollen die 100% vollkriegen, ne? So, Fossilienzentrum. Hatten wir das schon? Okay, das haben wir schon erledigt. Ich bin heute mal wieder schneller als der Zero erlaubt. Was haben wir alles hier zu stehen? Wir haben hier eine Menge Platz. Wir haben hier irgendwo den Ort, wo das kleine Mädchen angegriffen wurde. Von den, hießen die nochmal? Patschis? Nein, Patschi waren die anderen. Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung, wie hießen. Kombis, die Kombis. Die kleinen Kompis. Da wurde sie angegriffen. Wird irgendwie nicht mehr, ne? Wird irgendwie nicht mehr. Ich muss auf jeden Fall den hier darüber transportieren. Damit ich einen Velociraptor hier reintun kann. Oder der Velociraptor frisst den einfach. Ich meine, verhungern würde er eh. Ja, der wird eh verhungern. Komm. Bauen wir unseren ersten Velociraptor ohne Modifikation. Ach, geht ja noch gar nicht. Ich brauche noch ein paar Prozente. Kannst du schnell fertig werden mit deinem Expeditionsscheiß? Bitte, please. Was haben wir hier noch? Irenda-Basu in Formation. Und der Osmium. Den haben wir neu gefunden. Komm. Das Spiel macht so viel Spaß. Ich weiß gar nicht, warum ich nicht mehr gespielt habe. Ich habe den Spaß meines Lebens. Und wenn ich einen Velociraptor habe, bin ich tot. Aber es ist mir egal, weil ich Spaß hatte. Weniger als eine Minute. Ja, ich weiß, Gewinn ist gut. Aber ich weiß, was wir machen können, Freunde. Erstmal die falsche Taste drücken, denn wir können. Dann fehlt mir noch was. Egal, wir sind jetzt hier. Da können wir später nochmal zurückgehen, um die Dinos dann irgendwie Velociraptoren da freizulassen und so ein Kram. Nicht eine gute Idee. Ich möchte gerne Quests haben. Inselbewertung. Aufträge! Ich möchte gerne Sicherheit. Scheiß drauf. Wieso ist eigentlich die Sicherheit rot? Ganz ehrlich, die Sicherheit müsste blau sein und die Unterhaltung müsste rot sein. Sie müsste eigentlich tauschen. Wissenschaft mit Grün ist in Ordnung, finde ich. Ja. Nehmen wir Unterhaltung, wir brauchen Geld. Hier ist eine Gelegenheit, sich zu beweisen. Eine Wartequest. Wenn Sie an Strom denken, denken Sie an mich, Cabot Finch. Zuverlässig, sicher und nicht eingebildet. Auch wenn er das sein sollte. Du hast gerade in der dritten Person von dir gesprochen. In der dritten Person. Das machen eingebildete Leute. Zero würde sowas niemals tun. So. Oh, Geld. Velociraptor. Jetzt haben wir. Doch, 2 plus 2 ist 4. Okay, sehr schön.
Ich habe gerade festgestellt, dass 2 plus 2 4 ist und habe daraus errechnet, dass wir die 50% haben. Aber wir wollen natürlich mehr, weil wir den Velociraptor natürlich perfekt ausbilden wollen, um mit ihm dann die Menschen fressen zu können. Das ist der Plan, Menschen fressen. Ich würde ehrlich gesagt sehr gerne... Habe ich sowas noch gar nicht? Oh, Forschung. Anlage nicht gebaut. Sie müssen auf dieser Insel ein Forschungszentrum bauen. Ich habe aber gerade noch genug Geld, um mein Tierchen zu transportieren, damit er nicht verhungert. So. Wollen wir den auch irgendwo provisorisch hinbauen? Ich glaube, den ganzen Kram haben wir erstmal ziemlich provisorisch aufgebaut, ne? Die Wissenschaftsabteilung ist immer auf der Suche nach Mitteln, um ihren Gewinn zu steigern. Okay, gratis Geld nehme ich immer gerne. Ich weiß gar nicht, wie man hier pleite gehen kann. Nutzen Sie diese Gelegenheit. Ich weiß nur, dass der Drachenlord pleite gegangen ist, weil er nicht lesen kann. Also, liebe Kinder, denkt immer dran, Lesen ist wichtig. Auch wenn ihr Spiele mögt, ist Lesen sehr wichtig. Sonst endet ihr wie der Drachenlord bankrott im Dinosaurierpark, der nicht bankrott gehen kann, offensichtlich. Seht ihr das? Wie schnell ich das geschafft habe? Vielleicht bin ich einfach nur ein Genie. Oh, Strom. Wie sieht es beim Strom aus? Stromverbrauch 1, Stromverbindung 4. Okay, sagt mir aber nichts. Ungenutzter Strom 6. Oh, ich habe noch mehr als genug. Sehr schön, das passt doch. So, mein Freund. Hungrig. Gesundheit. Oh, das geht noch. Du wirst noch eine Zeit lang leben. Deswegen werde ich... Ein Velociraptor. Oh Gott, des Willens ist der teuer. Modifiziert muss der ja richtig teuer sein. Aber Velociraptoren sind cool. Das ist eine Raptor-Klasse. Ich hätte gerne einen richtigen Raptor. Velociraptor. Ich finde den Raptor aus A cool mit seinen Federn. Ich weiß gar nicht, was das für ein Raptor-Typ ist. Muss man ja auch nicht wissen. Ich möchte, dass du den hier bitte. Stäubst. Sehr schön. Und dann möchte ich, dass du den... Ach, kann ich noch nicht. Du musst erst betäubt sein. Ne? Stromausfälle, ja. Okilidokili. Kehr zurück. Ist gleich wieder da. Sehr schön. Du wirst jetzt betäubt. Ich werde die Kamera mal so wechseln, dann können wir ein bisschen mehr was vom Gehege sehen. Es ist immer ein bisschen ungewohnt, wenn man irgendwas dreht. Es sieht alles so anders aus, aber ich muss mich dran gewöhnen, damit ihr mehr seht. Okay. Nein, Helikopterplatz warst du, Transportteam. Hallo? Wo ist mein Tierchen? Ihr habt das nicht betäubt. Das ist jetzt aber nicht zum Sterben weggegangen, oder? Ach, ist betäubt. Jetzt sag mir nicht, du kommst da nicht an. Unterwegs, um Produkt einzusammeln. Wie kacke war das denn? Wieso konnte ich das nicht sehen? Naja. Gut, dann können wir jetzt langsam anfangen, die Velociraptoren da rauszulassen. Ich möchte gerne zu meinem Expeditionsteam. Wir brauchen mehr Velociraptoren, um sie genomisch zu verändern. Ich möchte einen reinrassigen haben und einen total genomisch veränderten. Wobei das wahrscheinlich nicht geht, weil wir sofort einen brauchen. Geld. Oh, Geld. 5000? Wieso war das so billig? Kann sein, dass wir mehr Velociraptoren bauen müssen, um die Bedürfnisse dieses Tiers zu erfüllen. Weil wenn wir das nicht schaffen und nur ein Tier haben und dann wieder Geld verdienen müssen, haben wir ein echtes Problem. Ich kann ihn natürlich betäuben und einfach liegen lassen. Das geht auch, ja. Finde ich eine gute Idee. Ich will endlich einen Velociraptoren haben. Yay, du kannst endlich was essen. Euch geht's gut? Produkttransport beendet. Bestand. Boom. Sozial ist die eigene Rasse. Bestand ist alles, was im Gehege ist. Ich verstehe.
Oh, da freut er sich, dass er was essen kann. Hä? Wieso hat ihm jetzt das Essen weggenommen? Oder hat er gegessen? Naja, sieht aber schon ganz gut aus. Was dieser mittlere Teil werden soll, weiß ich nicht. Theoretisch kann ich das hier entfernen und dann hier einen Weg durchführen. Aber das hatte ich ja eh vor. Dann möchte ich hier nämlich Wille zur Raptorin haben und hier möchte ich die anderen, die Spuckviecher haben. Das wäre so my dream. Gut, wir haben aber noch ein bisschen Zeit und wir müssen uns beeilen, irgendwie noch was hinzukriegen. Wie sieht es aus mit der Expedition? Die ist bald da. Ich muss unbedingt mehr Geld verdienen, aber dafür brauche ich mehr Tiere. Und genetische modifizierte Tiere. Na, zumindest verhungert der hier jetzt nicht mehr. Ja, wenn die Geborgenheit halt runtergeht, dann hat man ein Problem. Er hat auch zu wenig Wald, wie man sieht. Dann kriegst du noch ein bisschen Wald. Das ist ja nur ein bisschen, was ihm da fehlt, ne? Yeah! Okay, vielleicht ein bisschen zu viel. Jetzt sehen wir gar nichts mehr. Er muss halt irgendwo so ein Zwischending haben zwischen Sicht und genug Wald. Hast du jetzt genug Wald? Nice, ja, perfekto! So wollte ich das doch sehen. Guck mal, die anderen baden. Ein Dinosaurier in meinem Park zu sein, ist was Gutes, denn du wirst nicht aufgefressen. Wenn du Glück hast, jedenfalls. Manchmal wirst du schon aufgefressen, aber nicht immer. So, ich würde aber auch gerne ein Forschungszentrum bauen. Ich möchte so viel bauen, aber das geht nicht. Immer schön losziehen und Sachen holen. Ich finde das lustig, dass man mit dem Expeditionszentrum Geld verdienen kann. Ich meine, gut, es kostet... Ja, gut, es kostet 90.000. Du kriegst 2 Velociraptoren-Dinger. Das heißt, es kostet dich 105.000. Ein Ding kannst du für 120.000 verkaufen. Das heißt, 15.000 bleiben dir übrig. Als purer Gewinn. Was nicht sonderlich viel ist. Aber manchmal hast du Glück und findest 2 Sachen. Das ist dann gut. So, kriege ich jetzt eine neue Quest, damit ich ein bisschen Geld verdienen kann? So, DNA-Funde. Okay, wir müssen einen Pflanzenfresser finden, aber das kriegen wir hin. Unterhaltung. Im Business ist immer Luft nach oben. Denken Sie über diesen Auftrag nach. Die Eierköpfe brauchen DNA-Proben, wenn wir neue Dinos haben wollen, also Fossilien. Dieser Auftrag sollte dabei helfen. Führen Sie eine erfolgreiche Expedition nach Lurinha-Formation. Wieso macht ihr mir das Leben schwer? Mir würde es reichen, ein Foto von einem Dino zu schießen und dafür 500.000 zu bekommen. Ist das so schwer verlangt? Zu viel verlangt. So lautet das Sprichwort. Ich habe immer Probleme mit Sprichwörtern, Leute. Keine Sorge. Das ist ganz normal bei mir. Hey. Okay, gucken wir erstmal, wo wir hin müssen. Bis dahin sind die ja zurückbestimmt. China. Ziyuha-Formation. Lufeng-Formation. Das kenne ich wenigstens. Ein Begriff, der mir nicht ganz fern ist. Ceratosaurus. Ja gut, das nehmen wir doch. Die Frage ist, jetzt wollen wir noch ein Expeditionsteam machen. Für ein neues Expeditionsteam müssten wir eigentlich ein Forschungszentrum machen. Das kostet 400.000. 400.000. 400 fucking 1000. Das ist so viel, wie ich gerade habe. Aber wenn ich ein Tier bauen könnte... Ah, das ist so schwer! Oh, für was soll man sich denn entscheiden? Ja, 100.000 und 40.000. 140.000 haben wir jetzt puren Gewinn gemacht, zahlen aber jetzt 20.000 plus nochmal 20.000. Das heißt, wir haben 140.000. Auftrag als erledigt markiert. Cool. Großartige Arbeit.
Wir haben jetzt. Jetzt habe ich den Faden verloren. 40, 130. Wir haben jetzt 10.000 Gewinn gemacht. Das ist doch pure Verarsche. Ich meine, es ist gut, dass es nahezu umsonst ist. Sage ich nichts dagegen. Aber ich meine ja nur. Platin haben wir gefunden. Cool. 640.000. Wenn wir jetzt noch ein bisschen warten, kann ich tatsächlich ein Velociraptor machen, ne? Kann ich jetzt schon. Ziehen wir es durch. Der wird sterben. Der. Ich. Lebensfähigkeit 68%. Wir hatten schon bei 80% unsere Fehltritte. Der wird sterben und dann wird knapp 600.000 für den Arsch sein. Ich hätte ein Forschungszentrum bauen sollen. Ich habe nicht daran gedacht, dass die Teile auch sterben können. Im Ei. Das ist der Arschbrutkasten. Weil der sowieso jetzt sterben wird. Das weiß ich doch. Ich habe die Beleidigung nur vorweggenommen. Einfach nur, damit er weiß, dass er scheiße ist. Wenn etwas schief geht. Ach ja, schön, schön, schön. So, wir müssen hier hin, ne? Wir schließen einfach eine Quest ab. Weiße. Wir haben noch 60.000. Cool! Bitte stirb, bin ich weg. 27%, das quält mich. Schneller, bitte. Ich will mein Velociraptor haben. Ich muss erstmal noch einen Energy trinken. Es war leider der letzte. Ich muss gleich neue besorgen. So. Ich muss eh noch den Müll runterbringen. Psst. Ich habe schon gesagt, dass ich es getan habe, aber. Ich hab's noch nicht getan. Sagte sie aber noch nicht. Und dann hole ich gleichzeitig noch ein bisschen Energy. So. Okili dokili. Expedition, wie lange dauerst du? 2 Minuten. Die Frage ist, was ist eher fertig? Der Velociraptor? Der wahrscheinlich niemals fertig wird. Er macht es bestimmt extra so langsam, weil ich einen Arschbrutkasten genannt habe. Ich muss erstmal einen Weg aus dem Arsch finden. Ist da ein Code drauf? Kann man das fotografieren? Ich brauche einen Barcode-Scanner. Habe ich den auf dem Handy? Scanner. Wie nennt man das? Nein, das ist kein Barcode. Wie nennt man das nochmal? Ich weiß nicht mehr, wie man das nennt. Oh, schade, ich hätte es gerne geguckt. Aber ich glaube, das ist so verpixelt, das sieht man gar nicht, ne? Ja, finde ich lustig. Aber das haben die neu eingeführt, oder? Oder ich habe noch nie drauf geachtet. Solche Aufträge gibt's nicht jeden Tag. Schauen Sie ihn sich mal an. Benutzen Sie ein ACU-Transportteam, um mindestens 2 Struziomius-Exemplare zu verkaufen. Okay. Niemand liebt Geld mehr als ich. Naja, es gibt wahrscheinlich viele Menschen, die Geld mehr lieben als ich. Aber für unsere Tiere, die Dinosaurier, mache ich eine Ausnahme. Vielleicht stellen sie sogar die wichtigste Entdeckung unseres Lebens dar. Und wie soll man dafür einen Preis bestimmen? Ich meine, okay, Sie haben das bereits getan, aber ich habe meinen Standpunkt dargelegt, denke ich. Okay. Ich meine, die Frage ist ja, wieso sollte man sowas überhaupt verkaufen? Ein Lebewesen. Das andere umbringen kann. Und ich kann sie mir leisten, um sie zu verkaufen. Deswegen tun wir es einfach. Gehen Sie zu Fossilien. Ja, ich habe Geld. Ich werde die hier aber... Ich war mir hier unsicher. Okay. Aber Sie haben abgeliefert. Gib mir das Geld, Alter. Gib mir das Geld. Jetzt habe ich wieder richtig Kohle. Das heißt, wenn ich jetzt den anderen Auftrag abschließe, Sturm nähert sich. Muss ich in die Schutzräume dafür? Bietet innen vor Stürmen und dann. Okay. Señoras y señores, como medida de precaución y por su seguridad, diríjanse al refugio más cercano. Wir besuchen mal den Arschbrutkasten, oder auch nicht? Alter, ihr seid viel zu langsam, Leute.
Ich lass dich mal noch nicht frei, wegen Sturm und so. Den Arschbrotkasten besuchen. Oh, ihr seid Kacke, ey. Ich hasse euch. Das sind 98%. Ja, guten Lebensfähigkeit, ich weiß, aber trotzdem. Das ist Geldverschwendung. Toll, jetzt kommt ein Sturm und wir müssen leider die Folge beenden. Es tut mir leid, Freunde. Wir werden den Velociraptor erst in der nächsten Folge sehen. Ich habe einfach mal so vorgenommen, Montag, Mittwoch und Freitag. Ich denke, das sind gute Tage und dazwischen möchte ich halt was anderes machen. Ich möchte ein bisschen Abwechslung auf diesen Kanal bringen und deswegen mache ich das auf diese Art und Weise. Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal mit dem Velociraptor. Haut rein, euer Zero. Tschüss.